liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist Karfreitag. Es gibt in dieser Zeit Menschen, die grosse Angst haben, die sich innerlich sehr gestresst fühlen und Sorgen haben. Zum Beispiel, hoffentlich werde ich nicht angesteckt. Hoffentlich reicht mein Essensvorrat. Hoffentlich kann ich meine Grosskinder gleich wieder sehen. Aber auch die immer drückendere Einsamkeit belastet oft. Nähe Angehörige können einem nicht mehr in den Arm nehmen. Nähe fehlt. Distanz prägt unseren Alltag. Die Isolation engt immer mehr ein. Und einige bangen um liebe Angehörige, die angesteckt worden sind. Das kann einem den Boden unter den Füßen wegnehmen. Das Leben bürdet uns immer wieder schwere Wegstücke auf. Daran erinnert uns ganz fest auch der Kreuzweg hier in Kleinlützel mit den 14 Stationen. Zum Beispiel von hier, von der Grotte, auf in den Berg. Der Kreuzweg ist in den 1920er Jahren vom Pfarrer Strauchen gebaut worden. Viele gehen diesen Weg an ihrem Karfreitag in ihrem Leben. Und es ist eine Tradition, dass die ganze Pfarrei den Kreuzweg am Karfreitag geht. Da ist so viel Leid und Trauer auf dem Weg zur Kreuzigung. Die Verurteilung zum Tod. Jesus, der sein Kreuz nicht mehr tragen mag und dreimal umgeht. Es gibt auf diesem Kreuzweg so grosses Leiden und so viel Schmerz. Aber es gibt auch verschiedene Hoffnungszeichen auf diesem Weg. Zum Beispiel die Veronika, wo Jesus ein Tuch gibt, um den Schweiß abzutropfen. Und die fünfte Kreuzwegstation. Ein Fremder, der Simon für Cyrene, steht plötzlich da, hat Mitgefühl und hilft Jesus, sein Kreuz zu tragen. Für einen Moment nimmt Simon im Jesus seine Last ab, dreht das Kreuz und dreht die Last mit. Zwei Menschen erfahren heute noch, was es heisst, einer trage des anderen Last. So wie der Paulus am Brief an Galater schreibt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Eine wunderschöne Symbolik. Jemand, der die Last mitträgt, mitfühlt und mit aushaltet. Ein Zuhören am Telefon, für jemanden eine Kerze anzünden, die Nachbarschaftshilfe, die Pflegende und Ärzte, die ihr Menschenmögliche für das Wohl der Kranken unternehmen. Und auch die Seelsorgenden, die ein offenes Ohr haben. So, wie es auch Simon gelebt hat. Er macht Mut. Glaubt daran, ihr seid nicht allein. In diesem Dosi und Mittragen zeigt sich das Mittragen von Gott. In der Zuwendung der Mitmenschen zeigt sich die Zuwendung von Gott. Das Mittragen der Menschen ist Ausdruck der göttlichen Gegenwart. Im Miteinander und Füreinander dürfen wir ein Zeichen der Hoffnung setzen. So wie es der John Henry Newman in einem Gebet formuliert. Mein Gott, mein Erlöser, bleibe bei mir. Fern von dir müsste ich welken und verdorren. Zeigst du dich mir wieder, blühe ich auf in neuem Leben. Du bist das Licht, das nie verlöscht, die Flamme, die immer lodert. Vom Glanz deines Lichts beschienen, werde ich selber Licht, um anderen zu leuchten. Viele Menschen suchen den Ort, die Bergkapelle, immer wieder auf, um zu beten und zu bitten.
Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott unsere Bitten hört. Wir dürfen auf die Kraft des Gebets bauen. Beten und Bitten drücken aus. Wir geben der Hoffnung nicht auf. Am Karfreitag kommt in der Liturgie im Leiden und Sterben immer wieder die Hoffnung, die Verstehung zum Ausdruck. Es ist wichtig, an so einem Tag auszudrücken, dass das Leben weitergeht, dass es im Heute immer ein Morgen gibt. Darum wollen wir bewusst beten. Wir beten mit allen, die mit dem Coronavirus infiziert sind und mit allen, die den Alltag aufgrund schwerer Erkrankung, Isolation und Einsamkeit massiv belastet ist. Wir beten mit allen, die allein müssen sterben. Wir beten mit allen, die den erkrankten Menschen beistehen. Wir beten mit allen, die eine grosse Verantwortung tragen und die mit ihren vielfältigen Diensten Versorgung und Sicherheit von unserem Land aufrechterhalten. Wir beten mit allen, die besonders denen Sorge tragen, die Ängste plagen. Wir beten mit allen, die im Moment das Gefühl haben, sie können gar nicht mehr beten. Dreifaltiger Gott, dein Geist soll uns trösten und Gewissheit schenken, miteinander verbunden zu sein und verbunden zu bleiben. Treibt, immer treibt von einem grossen Gottvertrauen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. In den letzten Wochen hat es viele Tage gegeben, die speziell waren. Tage mit grossen Herausforderungen und Umstellungen. Tage, die viel flexible Organisation erfordert haben. Tage mit viel mehr Zeit, als man sich das gewohnt ist. Tage, wo man festgestellt hat, dass nichts mehr so ist, wie man es kennt. Wenn man die Welt um sich herum nicht mehr wiedererkennt. Wenn einem nichts mehr dreht, wenn man sich nicht mehr sicher fühlt, dann stellt sich die Frage nach Gott vermutlich anders als vorher. Ich stelle mir vor, dass Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Tage ganz unterschiedlich erlebt haben. Leiden hat ganz verschiedene Gesichter und kommt in allen menschlichen Biografien vor. Heute, am Karfreitag, denken Christinnen und Christen besonders an das Leiden von Jesus. An seine Hilflosigkeit, seine Ohnmacht und seine Schmerzen am Kreuz. Dass die Reformierten diesem Tag so viel Bedeutung beimessen, hat verschiedene Gesichter. Das Starke am Karfreitag kann sein, dass wir zugeben dürfen, dass wir leiden. Zum Beispiel gerade jetzt unter den vielfältigen Herausforderungen, die die Corona-Krise mit sich bringt. Und genau in diesem Moment vom Leiden, so individuell und persönlich das Leiden auch ist, solidarisiert sich Gott mit uns. Überall dort, wo Menschen überfordert sind, Gewalt erleben, Leere, Sinnlosigkeit und Verzweiflung, leidet Gott mit. Für mich ist es eine Stärke vom Glauben, wenn er zulässt, dass es Momente gibt, wo wir uns von Gott verlassen fühlen. Wenn man der Versuchung widersteht, sofort von der Auferstehung, von Ostern, vom Licht und vom Leben zu reden. Wenn man benennt, dass man zweifelt und wo man leidet. Und wo einem nichts anderes übrig bleibt, als darauf zu vertrauen, dass Gott auch in der Dunkelheit da ist. Selbst wenn wir nichts von Gott spüren. Und auch wenn ich keine Antwort bekomme, bleibt mir die Möglichkeit vom Klagen, vom Bitten, und der Trost von der Gewissheit,
mit allen verbunden sein. Herzlich willkommen in der katholischen Kirche St. Josef in Sissach. Es freut mich, mit euch dürfen den letzten Weg Jesu anzuschauen, der ganz neu in die Kirche gekommen ist in diesem Jahr und leider nicht eingeweiht werden konnte. Und so doch einen würdigen Auftakt hat jetzt, wenn wir das virtuell anschauen dürfen. Gestaltet wurde der Kreuzweg von der Künstlerin Franziska Tanner aus Laufenburg. So wollen wir miteinander auf den besinnlichen Weg gehen.